Ja, hallo zusammen, es ist heute der 5. März 2023 und wir sind hier in Dannemarie, das ist im Elsass in Frankreich. Dannemarie befindet sich am Rhein-Rhone-Kanal und zwar hat man hier die Möglichkeit, einerseits Richtung Deutschland über den Rhein in die Nordsee zu gehen oder über die andere Richtung, Richtung Lyon, über die Rhone und dann ins Mittelmeer. Ja, warum ich heute da bin, das hat einen einfachen Grund. Und zwar steht der Grund hier hin. Es handelt sich um ein 30-jähriges, 10 Meter langes Stahlschiff. Ich lade euch ein an Bord und wir schauen mal, was wir an Rost finden und hoffen, dass nichts Schlimmes dabei ist. Hier haben wir bereits die erste Roststelle. Auch hier Rostläufe. Und hier ist es schon ein bisschen fleissig am Rosten. Auch hier hin. So, jetzt gehen wir noch auf das Deck rauf. Und zwar geht es am einfachsten, wenn man hier durch die Luke aufsteigt. Voilà. So, jetzt kommen wir hier zu der richtigen Problemstelle. Tickdeck auf Stahl ist problematisch. Und zwar rostet ihr es gerne unten dran. Und das sieht man hier auch schön an diesen Rostläufen. Dann haben wir diverse Problemstellen am Deck. Hier ist es durchgerostet. Ich habe es mit etwas Flüssigmetall zugemacht und mit dem Rostschutz angestrichen. Dann nehmen wir weitere Stellen. Oder hier um einen Ankerkasten herum. Ziemlich viel Rost. Allenfalls müssen wir hier vielleicht die Platte auswechseln. Wir müssen schauen, wie tief das ist. Auch weiter vorne hier die typischen Stellen, die das Rost da haben kann. Wo einfach die Farbe ein bisschen abblättert ist und unten dran fängt es an zu rosten. Ja, und ein bisschen zu tun werden die vielen kleinen Stellen geben. Auch hier drunter Rost. Hier eine Stelle. Bei den Fenstern habe ich bereits etwas gemacht. Aber die Fenster müssen raus. Und der Farbaufbau muss komplett neu gemacht werden. Ansonsten ist die Farbe eigentlich mal gut. Ich habe kleine Stellen, die sich anfangen zu rosten. Ja gut, hier löst sich zwar auch ab und hier auch. Und dann hier ist auch schon eine Stelle, die anfängt. Könnte mir vorstellen, es läuft darauf raus, dass man dann fast alles neu muss streichen muss. Wir werden es sehen. Jetzt muss man wissen, ein Stahlschiff, das rostet nicht von außen nach innen, das rostet von innen nach außen. Das heisst, was wirklich entscheidend ist, ist die Frage, ob es auch Rost innen drin hat, im Rumpf, ob es Stellen hat, wo man muss Bodenplatten auswechseln, wo man am Rumpf muss arbeiten. Das ist wirklich entscheidend und das können wir jetzt kontrollieren. So, jetzt geht es im Motorenraum. Und tschüss. Willkommen im grosszügigen Motorenraum. Man kann hier bequem drinnen sitzen. Ihr seht hier, alle die roten Stellen habe ich angeschliffen oder abgeschliffen und dann mit Ovatrol-Öl, Ovatrol-Zeiss behandelt. Und ein bisschen grössere Stellen hatte es hier. Hier habe ich relativ grossflächig abgeschliffen und grossflächig angestrichen wieder. Ja, ihr seht, nichts wirklich gravierend. Ein paar Stellen, die man muss behandeln muss, die man dranbleiben muss. Aber grundsätzlich gibt es keine richtig schlimmen Stellen. Ja, ich gebe zu, es war ein bisschen ein Risiko, als wir hier eingegangen sind, als wir das Stahlschiff gekauft haben. Trotzdem ist es nichts Schlimmes vorgekommen. Ich bin ziemlich zuversichtlich, das bleibt auch so. Und ja, es ist sicher das, was man jetzt entdeckt hat, das kann man flicken. Es sollte nicht so eine Sache sein, es braucht ein bisschen Zeit und Geduld. Das Schiff kommt nächsten Monat aus dem Wasser. Dann kann man dann mal das Unterwasserschiff anschauen und dann die ganzen rostigen Stellen am Deck und am Rumpf behandeln.
machen und alles neu streichen. Das ist es von mir soweit. Ich wünsche eine schöne Woche und ein anderes Mal. Ciao zusammen.